Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen OMSI-Video auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute die Demo von München an. Wir sind gespannt auf die ganze Thematik hier. Wir kennen das bereits ja so von den TML-Studio. Damals gab es ja hier dieses München-Simulator. Und wir wollen uns heute mal die OMSI-Variante anschauen, denn wie gesagt, heute am 18.04.2016 ist diese Demo erschienen. Ihr könnt sie euch alle kostenlos runterladen und selber natürlich hier selbst mal testen. Mit dabei wird, natürlich mit der Karte, haben wir noch den Bus hier, den MAN A23. Und ja, wir dürfen die Linie 150 fahren. Das ist jetzt nur eine kleine komplette Karte. Das ist eine kleine Vorschau, die uns der Entwickler gemacht hat für alle. Dass ihr euch zumindest schon mal so dieses ganze Grobe mal einfach schon mal anschauen könnt, wie euch das Ganze gefällt. Und könnt natürlich ein Feedback selbstverständlich da lassen und könnt ihr vielleicht da noch ein paar Sachen einfach so irgendwie irgendwas schreiben. Und mal schauen, was aus dem Add-on wird. Soll noch dieses Jahr irgendwann erscheinen. Mal gucken, wo sich auch der Preis einpendelt. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir werden heute mal eine kleine Runde hier drehen. Und vorab, erstmal muss ich sagen, es ist unglaublich, wie im Kindergarten, kann ich ganz ehrlich sagen. Da funktioniert mal was nicht und die Leute, die disliken gleich alle. Die Leute, die hauen in den Kommentaren rein, ja, so eine Scheiße darf nicht veröffentlicht werden. Ihr dürft euch diese Steam-Reviews einfach nicht anschauen, Leute. Ich habe das ganz normal installiert, habe mir mal kurz durchgelesen, was so Sache ist und habe mir diesen kleinen Patch runtergeladen. 130 MB oder sowas war das. Karte funktioniert. Es lädt alles, es ist alles da. Nein, die Leute, die starten das Ganze und dann wird erstmal schön, weil irgendwas nicht funktioniert, wird erstmal gleich komplett wieder alles niedergetrampelt. Ja? Das darf nicht wahr sein. Die Leute müssen anfangen zu lernen, ein bisschen entspannter zu werden. Das ist furchtbar. Also, Steam-Reviews ignorieren. Sie haben nichts damit zu tun. Ja? Also, wie gesagt, ihr seht es ja bei mir funktioniert es. Die Performance hier ist ein bisschen heftig. Ich weiß nicht, ist vielleicht nicht die optimale Einstellung, wie ich jetzt hier aktuell gerade habe, wie ich es gerade so sehe. Schauen wir mal, wo die ganze Richtung hingeht. Auf jeden Fall, wenn man mal so über die Karte so rüberschweift, sieht das schon echt gut aus. Das sieht belebt aus. Ja, müssen wir mal schauen, was wir jetzt hier so anstellen. Und ja, komm, wir steigen einfach mal ein. Ich laber schon wieder zu viel, ich merke schon. So. Boop, boop. Ja, der MAN ist ein hübscher Bus, ist Standardbus. Wir haben hier oben noch hier unseren kleinen Fahrplan hier drin. Allerdings fällt mir gerade ein, wir haben gar keinen Fahrplan. Deswegen wählen wir uns mal schnell einen Fahrplan aus. Und zwar wählen wir uns den vom Hauptbahnhof Nord nach Oskar von Millering. Das Ganze dauert irgendwie was mit nicht mal 8 Minuten. Das ist okay. Also die Linie 150 von Hauptbahnhof Nord. Ja. So. Dann haben wir jetzt 13 Minuten, können das Ganze jetzt natürlich dementsprechend jetzt hier noch einstellen. So, und die Route 1, Route 2, so, das war es bestimmt auch nicht. Ja, genau, jetzt muss man nämlich hier wieder durchgucken, was das jetzt hier wieder ist. Route, falsche Route. Falsche Route. Also ich glaube, wir sind richtig. 150. Tivoli-Straße. Ja, Leute, ich kann manche Sachen nicht hundertprozentig aussprechen, weil das für mich einfach fremd ist. Ja, also da müsst ihr jetzt nicht immer noch euren Senf dazugeben. Also das ist, ihr müsst, wie gesagt, ein bisschen entspannter werden. Klar, ich komme nicht von diesen ganzen Orten, ja. Dass man da vielleicht ein paar Sachen falsch ausspricht, sollte normal sein, ja. Ich glaube nicht, dass ihr von irgendwo, von Buxtehude hierher kommt und auch permanent alle Straßen gleich richtig aussprechen könnt. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Gerade wenn es zum Beispiel um so Sachen geht wie Savignyplatz, ja, oder, ja, zum Beispiel, wenn ihr das lest, wie das geschrieben wird, hundertprozentig die Hälfte wird es falsch sprechen. So, aber warum wollen jetzt hier keine Leute einsteigen? Weil wir irgendwas falsch haben hier. Wir schauen mal ganz kurz mal nach oben, schauen einfach mal auf unseren Fahrplan. Da sehen wir die Linie 150 von Hauptbahnhof. Warte mal.
Wir sind ja am Hauptbahnhof. Also eigentlich passt das Ganze. Nö, also haben wir eigentlich bloß die Auswahl. Ja, jetzt hätte ich mir wahrscheinlich mal wieder das Handbuch hier durchlesen müssen. Wenn es überhaupt ein Handbuch gab, ich weiß es gar nicht so hundertprozentig. Wenn nicht, dann fahren wir jetzt einfach mal so und dann schauen wir mal. Linienlisten haben wir nicht. Wir können auch das Modell nur in der Vollversion verfügbar. Only, okay. Von 3D-Modelldesign. Ja. Und ja, na gut. Wir schauen mal nach. Gucken wir uns heute zumindest mal das Ganze hier an. Amaliestraße Demo. Weiß ich nicht, warum das Ganze jetzt hier nicht richtig Schilder hat. Hier, verdammte Axt. Und das schildert es richtig und ihr. So, sollte vielleicht mal den Motor anmachen, wenn das sinnvoll. Ich vermisse dieses Büb-Büb immer noch, ja. Das ist. Gang ist eingelegt. Ah ja. So. Gut, dann machen wir mal Gang rein. Aber also, funktioniert hier alles. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ja, also ich denke mal, da muss auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt mittlerweile gelernt, dass man ja bei den Karten ja separat das Ganze anpassen muss, so von der Grafikeinstellung. Dass es da eventuell nicht immer gleich sein sollte. So, 24 einfach mal. So, haben wir ein bisschen Verspätung. Und ja, es will jetzt hier keiner mitfahren. Naja, dann soll uns das auch wurscht sein. Funktioniert auf jeden Fall. Bloß ich bin wahrscheinlich wieder zu blöd, das wieder einzustellen. Oh. Finde ich aber cool, dass sie sowas machen. Eine Demo zu veröffentlichen ist nicht selbstverständlich, dass man sowas macht. Ne? Man kann sich jetzt, wie gesagt, schon das erste Ding angucken. Man hat das Ganze in so ein kleines Szenario verpackt, halt, dass das Ganze halt so glaubwürdiger rüberkommt. Ne? Dies als Demo praktisch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eigentlich eine coole Sache. Also gern mehr davon. Aber ich glaube, so viele Strecken werden es ja eh nicht mehr werden. Höchstwahrscheinlich, die dann noch irgendwie mal erscheinen werden. Wie gesagt, performancetechnisch, da müsste man wahrscheinlich wieder nachlegen. Da müsste man selber wieder gucken. Ich selbst habe jetzt die Bremen-Setting drin. Wahrscheinlich verträgt sich das gerade jetzt nicht so gut. Ja, naja. Es ist halt OMSI, ne? Da muss man es halt immer jedes Mal, egal welche Karte ihr fahrt, immer irgendwie. Ich habe irgendwie noch nicht die allgemeine beste Performance-Setting gefunden. Ja, dass man wirklich sagen kann, du hast eine flüssige Performance, dafür sieht es aber auch noch gut aus. Ja? Das habe ich noch nicht gefunden. Aber uns soll es ja auch heute gar nicht um die Performance gehen, sondern uns soll es ja heute so ein bisschen so um das große Ganze gehen. Und zwar um die ganze Umwelt mir schon mal anzuschauen. Und wenn man mal schon so sieht, so, ja, das Gebäude, das sieht sehr glaubwürdig aus. Ja, das mit dem Ring da, der da ringsrum ist. Ihr, natürlich, wenn ihr aus München kommt, könnt ihr mal sagen, was ist jetzt, was erkennt ihr jetzt zum Beispiel wieder? Oder was ist eher so weniger? Weil es ist ja auch praktisch, ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass ja jetzt auch diesen Monat ja auch Tram München erschienen ist. Ja, für den Lotus-Simulator, die München-Karte. Zum Beispiel auch mal einen kleinen Vergleich ziehen, ne? Und ja, sowas halt alles, ne? Also das ist schon eine coole Sache. Elisenstraße. Also außer, dass hier keiner jetzt leider einsteigt, das ist jetzt ein bisschen blöd, das habe ich echt. Ja, es tut mir leid, das habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen verkackt hier, weil ich jetzt gerade hier die richtige Route nicht finde.
Wahrscheinlich muss ich hier über Ziel schildern oder sowas. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Falsches Ziel. Naja, gut, dann ist es heute nur unsere Probefahrt. Was soll's. Aber wenn es keinen Zeitdruck. Wir können uns das ganz gemütlich hier anschauen. Ja, das ist schon ein bisschen heftig. Also. Aber man muss ja auch sagen, der Tramünchen lief ja bei mir auch nicht besser. Ja, es liegt wohl an München, würde ich mal sagen. Es ist einfach zu viele Details, ja, dass man da irgendwie sagen kann, dass es da irgendwie perfekt läuft. Ah, ja, da diese U-Bahn-Fahrstuhl, ja, das wären zum Beispiel auch noch so Objekte, die könnte man ja auch noch nachbauen für den Lotus-Simulator. Königsplatz. Umstieg zur U2. Change here for U2. For U2? Ein Penny. Ich bin mal auch gespannt. Ich meine, es ist ja bekannt, dass halt der Tram München ja erscheinen soll und alles was. Und vielleicht habt ihr da schon mehr Ahnung, schon mehr irgendwie in Erfahrung bringen können. Wie viele Linien werden das dann da so ungefähr? Weiß man da schon immer irgendwie irgendwas? Hier muss ich mal ganz kurz mal anhalten, denn das ist jetzt zum Beispiel mal eine ganz interessante Sache, um einfach mal zu gucken, ja, wie sieht denn so das Ganze aus? Weil dieses Gerät, ja, ist auch der Parkticketautomat, ja, den gibt es ja auch in Lotus, ja. Und da muss man mal jetzt mal so ein Bild im Bild mal sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hier sind die Texturen noch ein bisschen verschwommen. Es handelt sich hier klar um Nebenobjekte, ja. Also da darf man jetzt keinen großen Wert drauf legen. Aber nur mal so, vielleicht für den einen oder anderen doch ein bisschen interessant halt, um da wirklich mal zu sehen halt, so die Unterschiede. Ja. Also ich meckere jetzt hier nicht oder sowas, ja. Und ich werde jetzt hier auch keinen schlecht reden. Mir geht's heute wirklich rein, nur um uns das Ganze mal hier anzuschauen. So, hier, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, in dem München-Simulator, ich weiß nicht, Citybus München, glaube ich, so hieß das Ding. Da konnten wir ja die Linie 100 fahren, wenn mich da nicht alles täuscht. Das ist ja diese Museenlinie, ne, die man ja dann da fahren kann. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, das sieht hier schon wirklich, wirklich nice aus. Also das kann sich doch sehen lassen. So, nein, wir wollen nicht die Uhrzeit vorstellen. So, jetzt machen wir mal hier Kunststück. So, ja, ich hoffe mal, es ging jetzt gerade was weiter. Ja, sieht gut aus. Ja, München braucht Geld, wa? So viele Ticketautomaten, wie die hier zu stehen haben, ist ja Wahnsinn. Nee, das sind ein bisschen viele, oder? Das ist ja gefühlt, sind das ja alle 100 Meter so ein Apparat, oder? Technische Universität. Technische Universität. So, wir müssen nach rechts. Gabelsberger Straße, wenn ich jetzt richtig lese. Ja, ich lese richtig. Noch klappt das mit dem Lesen. Noch kriegen wir das hin. Ja, aber muss ich sagen, das auch mit den Fahrrädern, das finde ich auch eine ganz interessante Thematik, möchte ich gerne auch noch machen für den Motorsimulator. Sag ja, irgendwann baue ich auch ein eigenes Addon und dann macht mir die Sintflut. Also Performance, wie gesagt, ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen hart, weil ich, wie gesagt, halt mit dem Bremssetting spiele und scheinbar verträgt sich das halt wirklich nicht mit der Karte. Also da muss man jetzt erstmal dann wieder testen. Und ich wollte mich jetzt halt jetzt die Zeit jetzt für das ganze Settings testen. Ihr wisst selber, wie anstrengend das ist, wenn ihr selbst OMSI-Spieler seid, dann kennt ihr das. Und dann wollt ihr euch jetzt erstmal
nur mal schnell erstmal angucken. Wie gesagt, die Linie geht ja auch nicht lang. Die Linie geht auch nicht lang. Das ist auch irgendwie falsch gedeutscht, oder? Ist ja nicht allzu lang hier. Ach, hier, guck mal, hier drüben. Oh. Das ist schon hübsch. Also viele Objekte, die man hier eingebaut hat. Pinakotheken. Pinakotheken, das kenne ich. Aus dem Lotus Addon. Cool. War das? Pinakotheken gab es doch da auch, oder? Ja, meiner Meinung nach gab es das da auch. Cool. Das finde ich ja geil. Also da kann man sich später auf wirklich mehr freuen, ja, wenn das Ganze denn da ist und das dann wirklich denn Straßenbahn mit Lotus hier, ja, schön in München heizen und in Ormsiekranz mit Bus heizen. Geile Sache. Finde ich ziemlich cool. Oh, komm schon. Tja, die Objekte sehen halt wie Objekte aus, ne? Ist jetzt natürlich nichts Überragendes. Ich meine, das zu texturieren natürlich schon, ne? Ich muss aber dazu sagen, dass ich gerade bei den Texturen wahrscheinlich ein bisschen schummle. So, hier ist jetzt die eine Stelle. Oh nee. Erwartet uns jetzt böse oder klappt das noch? Wie weit denn haben wir denn noch? Fahrplan? Pinakothek? Ach, ist jetzt schon. Nächste Halt ist schon Ende. Auf jeden Fall, wie gesagt, also zieht ein bisschen an Performance. Wie gesagt, da muss ich jetzt erstmal die perfekte Einstellung finden. Aber ihr könnt es ja selbst natürlich auch testen. Wie gesagt, auf Steam bekommt ihr das Ganze zum kostenlosen Download. Ja, also einfach nur aktivieren. Probiert erstmal, ob das so funktioniert. Denn ich habe dann zwar dieses Update noch, die Türkenstraße, okay, noch vorhin drauf gemacht, aber es waren halt schon, er hat nur zwei Dateien noch dazu gepackt oder sowas, also testet das vorher, wenn nicht, ist direkt in den Kommentaren, also unten in den Reviews, findet ihr direkt den Link zu einem Google Drive Account und da könnt ihr, wie gesagt, die Dateien, die fehlenden Dateien runterladen, die sollen wohl direkt von Facebook kommen, also da könnt ihr das auch ganz so gut vertrauen, dass das da jetzt kein Schindluder ist, was da gemacht wird. Wie gesagt, es wird halt einfach vergessen worden sein, vielleicht nicht komplett, vielleicht hat Steam gepennt, man weiß es nicht, aber dafür kann noch der Entwickler nichts. Also muss man doch da jetzt nicht ganz ehrlich da gleich hier mit negativen Reviews oder sowas hier das Ganze jetzt schlecht machen. Also ich bitte euch, das geht besser, Leute, das geht besser. Also deswegen achtet auf diese Reviews absolut nicht, ja. Das war einfach nur, ja, ein Griff ins Klo, muss man sagen. Was mir jetzt hier so ein bisschen gefehlt hat, tatsächlich, war diese Absperrung. Sie wollten hier so eine Art Jahrmarkt irgendwie so bauen, damit man halt so irgendwie das Gefühl hat, dass das Ganze hier so kurz ist. Wie gesagt, wir fahren jetzt... Ach, da ist es da. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Wir wollten es nämlich... wir sind in die falsche Richtung gefahren. Wir schauen uns das Ganze noch an, würde ich sagen. Und hier hat man... Da ist es, genau. Also, ja gut, jetzt sieht es so aus, als ob hier gerade aktuell so gegen Artikel 13 jetzt gerade hier... die Bots sind unterwegs, ja, Artikel 13. Ja, so sieht es jetzt gerade ein bisschen aus, aber das ist der Grund, warum hier die Linie 150 nicht weiterfährt. Und deswegen fahren wir hier praktisch wieder zurück. Das war das Ding gewesen, warum jetzt praktisch die Demo ist. Ja, ich hoffe, wie gesagt, euch hat das Video gefallen. Euch hat das Ganze, ja, war jetzt nicht ganz ruckelfrei, es tut mir leid. Aber ich wollte euch, wie gesagt, heute schon mal präsentieren, schon mal so eine kleine Testrunde machen. Wie gesagt, ihr könnt euch das selbst runterladen. Test es selbst auf Steam, wie gesagt, komplett kostenlos. Ja, ich verabschiede mich hier und freue mich natürlich, wenn wir uns im nächsten Video hier wiedersehen auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.